Erstmal, was ich immer noch nicht verstehe, wieso ihr einfach so von einem älteren Mann bedroht wurdet. Wie geht's Annalena? Sie wird jetzt ins Elbkrankenhaus gebracht. Du bleibst hier. Wir haben gleich noch ein paar Fragen an dich. Also, ein Mädchen ist bekleidet mit einer grauen Jacke, schwarze Hose, Rucksack. Zuletzt wurden die beiden am S-Bahn. Das wird dir büßen. Ich schwör's dir. Ja, wenn du nicht das Scheißmesser gehabt hättest. Jetzt bin ich schuld, dass du hier liegst, oder was? Ich krieg immer noch wegen dir Ärger. Hat der Bulli das Gehirn gewaschen? Nee. Ich will einfach nur die Schule schaffen und eine Lehre machen und es geht einfach nicht, wenn ich mit dir befreundet bin, verstehst du? Du Bitchmann! Ich will uns Kohle besorgen, du! Raffst du es nicht? Ich will die scheiß Kohle nicht, okay? Und ich will auch nicht ins Gefängnis, Mann! Und ich bin verdammt auf die Scheiße, Räte, Schlapp! Ich brauch dich auch nicht, Mann! Ich brauch niemand! Mann! Verpiss dich nur! Hey! Eigene Wohnung? Wenn ich Kohle hätte, ich würde auswandern nach Amerika. Ey, schwule Pennersau. Ey, ich glaube, ich hab Bock auf Pommes. Glaube ich auch. Und lass mich durch. Komm, lass mich durch. Zieh mir durch. Das kostet dich aber was. Gib her. Wirst du schlecht, Schlampe? Spinnst du? Ja, gerne. So. Du wolltest zu meiner Schwester, Annalena Stapel. Unsere Eltern sind ja noch in Urlaub. Malle. Ach, ja. Tut mir leid, deine Schwester wird gerade noch operiert, aber du kannst gerne da vorne in der Cafeteria auf sie warten. Ich sag dir dann Bescheid. Moment. Elbkrankenhaus Hamburg, Sie sprechen mit Frauke Prinz. Was kann ich für Sie tun? Sherwin, mach mal auf! Timo war nicht so scheiße wie die anderen. Wie meinst du das? Er knallt sich nicht dauernd die Birne zu. Er macht sich echt Gedanken. Cheryl, wie hast du das erfahren, dass Timo vielleicht von ihm missbraucht wurde? Hat Timo dir das erzählt? Ich hab's doch gesehen auf diesem beschissenen Video von Yilmaz, diesem Arschloch. Das war doch eindeutig. Yilmaz hat mich erpresst.